Hallihallo, willkommen zurück zu Fallout 2 mit mir, Nico, diesmal Part 61 und wir sind gerade übelst, wie hießen sie denn nochmal? Waren das die Hubologen? Nee. Oder? Naja, auf jeden Fall haben wir ihren Anführer umgenietet und müssen uns jetzt gegen den kompletten Sekten... Schatz hier. Nee, der Sektenschatz. Nee. Die ganzen Sektenmitglieder müssen jetzt leider auch dran glauben. So. Guard. Okay. Okay, der hat eine fette Minigun. Und das Sulik ist umringt. Dach, das sind die Hubologen. Ich hoffe mal, die sind nicht so hart wie die komischen Viecher letztens. Oh, er kriegt keinen Schaden. Ach, Sulik hat, glaube ich, auch jetzt die Powerrüstung an. Okay, die können ewig auf den einschlagen, da passiert nichts. Klonk, 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 klonk. Komm da raus, du Irrer! So, was haben wir hier? Juan was critically hit in the head for 75 hit points. The damaging attack knocks him unconscious. Juan was killed. Okay. Goodbye, Tom Cruise. Juan de irgendwas und jetzt auch noch die Tussi. Oops, Juan was hit instead of Vicky. Verstehe. Hab ich aus Versehen. Ich wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass er nicht wieder aufsteht. Ey, Sulik. Komm, steh auf. Abgehen. Und die zwei machen da auch wieder komplett verrückte Dinge. Die ist auch um. Mein Cyberdog. Was ist eigentlich mit Sulik? Warum steht der nicht wieder auf? Ach, der ist wahrscheinlich irgendwie unconscious. Das war wohl ein absolut glücklicher Treffer. Steht immer noch. Ey, mein armer Cyberhund. Ah, die geben es ihm wirklich hart. Oh, endlich. Jetzt nimm sie auseinander. Oh, jawohl, so leck. Yeah. Oh, jetzt will er's wissen.
nochmal saven. So. Bam. Unconscious, hä? Augen. Okay, das war's. Warum macht denn noch mein armer Cyberhund nix? Oh! Boah, 36 Trefferpunkte, ey. Haben sie mir mal voll einen reingejagt. Cassidy? Wirst du auch irgendwann nochmal jemanden angreifen? Oh, danke. Nur der Markus. Irgendwie bringt das nicht so. Zwei Schüsse, ne? Mach ich. Okay, wieder einer weniger. Also diese Roben von denen sind echt zäh, wenn man bedenkt, dass das ein Ripper ist, den das Solik da hat. Mann, ey. Oh, jawohl, Cassidy. So lobe ich mir das. Ich gehe jetzt erstmal hier vor. Ein gezielter Schuss in den Kopf. Und nachladen. Sehr gut. Ah, endlich haben sie noch einen umgenockt. Verdammt, ich wurde filetiert. Ey, der will nicht umgehen. Stapf, stapf. Jetzt nimm da noch ein Stimpack. Okay, Solik, sehr schön. Geht nicht um. Unglaublich. Boah, das war übel. Noch ein. Ist nur noch einer übrig hier. Das müsste jetzt gewesen sein, ja. Dann gibt's hier einen gezielten. Okay, was waren sie da unten? Ich frag mich, warum der Markus überhaupt nicht schießt. Er hat doch Muni und alles, was er so braucht. Yo. Die machen mir nicht viel Schaden. Ich muss echt mal gucken, ob der tatsächlich Munition hat, aber ich meine, ich hätte ihm noch letztens noch welche gegeben. Naja, machen wir sie halt erstmal alle platt. So, die ist schon mal weg. Hier vor. Vor Quetzel. Jawohl, wer auch immer Quetzel ist. Jetzt, wo die Tussi als letzte übrig ist, zieht er auf einmal die scheiß Minigun und jagt so voll. Oh Mann, das war... Da ist gerade Fallout abgestürzt gewesen. Aber macht nichts, ich habe ja zum Glück gequicksaved. So, jetzt beende ich mal hier. Level bekommen.
Geil. Level 22. Crazy. Boah, ich hab 50 Skill Points. Puh. Ich repair mal noch. Ach, mach ich's auf 100. So, 1 auf 100. Speech habe ich schon. Machen wir das mal auf 60. Wenigstens auf 20. Puh. Ah, Lockpick machen wir auch noch auf 100 hoch, komm. Und den Rest verschwenden wir hier rein. Na, noch 3. 1, 2. Geht auch nicht mehr. Hm. Eins noch. Den heb ich auf. Das ist der eine Glückspunkt, der übrig bleibt. So. Gucken wir nochmal schnell. Hm, Stimpack. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr viel looten, außer Stimpacks. Juan Cruz hat überhaupt nichts Gutes dabei gehabt. Und die Schnalle auch nicht. Mal gucken, ob der Typ noch was dabei hatte. Der AHS9. Der Oberguru. Nö, natürlich nicht. Vielleicht hat er ja was in seinen Sachen. Ah, auch nix. Dann nochmal schnell die Robentypis. Naja, hab ich mir gedacht. Nichts zu holen. Ich labere mal nochmal hier den... Der hat sich gar nicht eingemischt, der gute Wissenschaftler. Kluges Köpfchen halt. Hey, I got no beef with you. Just don't hurt me. Bye. Ja, warum soll ich ihm was machen? Ah, da unten sind noch 2 Wachen. Die mache ich auch noch platt. Transgressor! Ich zeig dir mal Transgressor. Es waren auf jeden Fall 2 harte Treffer. Steht er immer noch, ey. Oh, und jetzt schieße ich natürlich daneben. Ja! Ja! Solek macht da die Drecksarbeit. Ah, Mist. Das reicht natürlich genau nicht. AHS9, help us! AHS9 ist tot, Kollege. Die hatte nicht wirklich Zeit, hier ein Stimpack zu nehmen. Ha. Sehr schön. Und der andere ist gerannt. Beides keine gute Idee. Okay, da ist noch der AHS7 und noch 3 Wachen. Brauche ich ein Stimpack? Ah, ich nehme an, noch ein kleines. Was soll's. So. Mal nachladen.
Speichern. Ab geht's. Da kommt ein Typ mit einer Scheiß Powerrüstung einfach in meinen Raum gerannt. Zieht eine Knarre und fängt an, voll auf mich zu ballern. Es muss so ein spannender Augenblick sein. Ganz wie es sich für einen letzten Augenblick nun mal gebührt. Boah, jetzt geht er auf einmal voll ab. Ach, so kommt der nicht weit, Jungs. Und tschüss. Nee. Unser Herr Seiler. Oh, übel. Oh, der Hund ist im Weg. Oh. Nein, Hund. Weg, Hund. Ah, so. Nochmal 1050 Erfahrungspunkte. Stimpack. Na, hatte ich da oben die Dinger durchsucht? Sieht ja fast gar nicht so aus. Ist natürlich nichts drin. Ein Apfel. Wie bitte? Einen Apfel? Ja, gib mir einen Apfel. Dazu noch ein Messer. Ich will meinen Apfel höchstmöglich zivilisiert zu mir nehmen. Oh, verdammt. Meine Idioten-Crew. Man kann es nicht anders sagen. Hier. Na? Guards! An oppressive! Strike it down! Achtung. Hier ist dein oppressive. So, AHS-7. Du brauchst auch keinen Scheiß mehr. Gucken, was die noch machen. Hey, Enemies of Enlightenment, help guards! Ihr seid schon ganz schön lustig. Aber jetzt bringen wir es komplett zu Ende. Da ist er wieder, der Quetzel. Ja, 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 komischer AHS-9 ist schon längst voll am Ende. Oh. Okay. Nice one.
steht er immer noch. So. Jetzt haben wir sie aber wirklich alle erledigt. Solid Gold Trophy with the inscription today from deceased for being a special person. Okay, nehme ich mal mit. Tja. So, dann gucken wir doch mal, ob wir mit dem wundervollen Anführer der Ski jetzt endlich reden dürfen. Ah, die finden das alle gut, dass die Hubologen weg sind, wie ich sehe. Ausgezeichnet. Oh. So. With the death of AHS-9, the great and terrible, the Hubologists pose no real threat to us and our researchers. Well done. You have our gratitude. Would you like to speak to the Emperor? Yes. You have proven yourself to be a friend of the Xi. I believe I can trust you with your secrets. In the back room, you will find the force field to the larger computer has been turned off. The password, okay, blah blah blah, and you will find yourself connected to the Emperor computer. I hope this will prove useful for you. The Emperor is a computer? Yes. It stores our history, our research and project possibilities for the future. It is far better than any fallible human, yet we temper its suggestions with our own knowledge of human nature. I see. Well, thanks for your time. I have a village to rescue. Oh, shit. You see, got a loose clothing wearing a look of very boredom. Okay. Du Fahana. Oh, so leck, schicker. Just keep moving along and there'll be no problem. Okay, dann reden wir doch mal mit dem Imperator. Greetings. Please enter your password to confirm your identity. Ching. Identity confirmed. Geolocation. What do you wish to locate? The villagers from my home. 97% aggregate chance. Villagers located at current coordinates of enclave compound. Diagnostics. Diagnostics functions. Network scan. Biology station inactive. Chemistry station active. Physics station inactive. Access chemistry. Nee. Activate biology. Activate physics. Access biology station. Data to find, botany program, genetic program, xeno program. Okay, botany. After about 20 minutes you discover this. Initial results of botanical radiation disruption proof unpromising. Dr. Sheng develops radiation resistant plant life. Unpleasant side effects follow. Resultant plant life deemed too dangerous. Sheng insists on pursuing line and mixing it with genetic program. Genetic program? After about 20 minutes, blah. Using the basics of the FEV virus, Dr. Long Wang is convinced of success in creating mutant soldiers. He creates a serum, providing interesting results with rodent experiments. He injects himself and dissolves into a puddle of goo. Dr. Sheng disables line of inquiry. With the death of Dr. Long, Dr. Sheng is in charge. Sheng demands focus on radiation-consuming plant life. Xeno program. Subject on which we had hoped to establish a series of meaningful experiments has disappeared. Presumed either destroyed or stolen by the Hubologists. Further inquiries have proven fruitless.
Until such time as further specimens are obtained, this database will remain inoperative. Dr. Shang. Okay. Und Physik, Exploration, Theory. Exploration. With recent acquisitions of Vetibird plants, the possibility of creating a practical flying machine has taken a quantum leap forward. We expect to have a working prototype by the end of the year and the ability to mass produce such vehicles within 2 years, Dr. Wong. Theory. After reading through the introduction and the mathematics, you discover that the Xi are learning to develop nuclear power again, rebuilding the space travel theories of the ancients, and they mock the herbologists while doing so, and harnessing the energy of the sun, wind and sea. At least that's what the notes read like. Okay. Back. Database. Which database would you like to check? Physics. Nee, das hat's schon. Forecasting. The Herbologist's space launch is 90% likely to fail. Factors, no fuel, improper sealant, poor leadership, lack of initiative. Input. Poseidon oil tanker unfit for travel. Require more input. More. The Herbologist's space launch. Okay, more. Tanker vagrants. 0% likely to clear creature infestation without outside assistance. Processing desirability of providing assistance. Chance of submarine reappearing in this game, 0%. Input indicates enclave more powerful than previously believed. Do not approach. Okay. Okay, das war's. So toll war das jetzt nicht. Ja, dann checken wir gerade nochmal die City, würde ich sagen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was vertisseln. Ja, schau mal, zeig mir deine Waren. Guter Mann. Ah, der hat nichts Interessantes mehr. Nope. Was sind das eigentlich? Ach, das ist die Hypologen-Holo. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Da, zack. Ja, dann rüste ich mich da schon mal ein bisschen. Wir packen jetzt am besten das ganze volle Megaprogramm zusammen. Andererseits, die Zeit ist jetzt eigentlich schon um und ich würde sagen, das Umräumen kann ich auch dann offscreen noch schnell machen. Deshalb wünsche ich euch was und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir uns dann auf zum Finale machen werden, denke ich langsam. Nach langer Zeit ist es langsam soweit. Langsam, aber es wird jetzt auch langsam Zeit. Langsam. Also langsame Grüße an alle da draußen. Bis dann.